Schuldig in allen Anklagepunkten. Als erster ehemaliger US-Präsident in der Geschichte ist Donald Trump in einem Strafprozess verurteilt worden. Gut 5 Monate vor der Präsidentenwahl befanden die Geschworenen den 77-Jährigen in dem Verfahren um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels in allen 34 Anklagepunkten für schuldig. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden. Es ist eine Schande. Es war ein manipuliertes Verfahren durch einen korrupten Richter. Sie wollten uns keinen anderen Verhandlungsort zugestehen. Wir lagen bei 5 oder 6% in diesem Bezirk. Das war ein manipulierter, schändlicher Prozess. Das wahre Urteil wird am 5. November von den Bürgern gefällt. Ein Trump-Anwalt kündigte Berufung so schnell wie möglich an. Ein Berufungsverfahren könnte sich über Monate hinziehen, wahrscheinlich bis nach der Präsidentschaftswahl. Selbst eine Haftstrafe, die als unwahrscheinlich gilt, würde Trump jedoch nicht an einer Präsidentschaftskandidatur hindern. Das Datum der Strafmaßverkündung am 11. Juli liegt nur 4 Tage vor dem Parteitag der oppositionellen Republikaner. Dort soll Trump zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt werden. Er will dann am 5. November erneut gegen Amtsinhaber Joe Biden antreten.